So, dann herzlich willkommen zum Live Trading TV von JFD Brokers. Die Woche hat jetzt nicht spektakulär begonnen, sondern der DAX hat erstmal den Rückwärtsgang eingeschaltet. Bevor wir zum DAX kommen, wollte ich kurz hier den Hang Seng und den Nikkei-Index zeigen. Zunächst einmal den Nikkei-Index, der ist in etwa so gelaufen, wie das Setup vor 2 Wochen es vorsah. Lief leider nicht ganz eben in den Kaufbereich rein. Die erste Zielmarke ist erreicht worden und jetzt hier gab es eben den Ausbruch über die 19.250. Hier sieht es alles gut aus und ob jetzt hier ist eben noch die Zielmarke von genau 20.000 noch drin, weil hier noch das Gap eben offen ist. Aber wie man eben sieht, hat der Nikkei sehr oft mit Gaps zu kämpfen. Nicht so gut gelaufen ist, und das ist vielleicht auch der Grund, wieso der DAX heute jetzt nicht so bullisch eröffnet hat, ist eben der Hang Seng Index. Der hat hier eben deutlich schlechter performt und hat jetzt hier einen Shooting Star ausgebildet. Zwar nicht in der Aufwärtsbewegung, aber hier jetzt ist er eben im Tageschart eben auch an der Rainbow-Unterkante. Also das Chartbild gefällt mir aktuell nicht mehr und würde jetzt hier auch nicht mehr auf das Kursziel von 24.000 Punkten ausgehen. Also hier müssen erstmal die nächsten Muster ausgebildet werden. So, dann kommen wir zum DAX. Zunächst kurz der Tageschart. Hier ist weiter alles beim Alten eigentlich. Tageschart. Über dem EMA 10 Rainbow Oberkante und konnte eben heute nicht nach oben aus dem Trendkanal ausbrechen. Aktuell stehen wir bei 10.972. Hier im Tief wieder knapp den EMA 10 touchiert und auch hier gibt es jetzt nichts Großartiges zu sagen. Im kurzfristigen Chartbild habe ich hier eben die Gap-Kante eingezeichnet und eben einen Aufwärtstrend. Und hier kann man jetzt eigentlich sagen, dass natürlich alles im 15-Minuten-Chart über dem Rainbow-Prinzip noch bullisch ist. Wenn er jetzt hier eintaucht zwischen der Gap-Kante, ist es relativ neutral. Und eben ab 10.850 könnte bei einem Stunden-Close, ich schalte jetzt in den Stunden-Chart über, ist nämlich hier auch die Wolkenunterkante. Und wir sind eben auf Xetra, also nur auf Xetra, nicht im Future-Handel, sondern wenn jetzt hier ein Stunden-Close unter den 10.850 stattfindet, dann hätte er kurz eben noch Halt hier an der Aufwärtstrendlinie, aber ich vermute, ab eben dem Stunden-Close unter 10.834 könnte deutliche Gewinnmitnahmen folgen. Und der Index könnte in Richtung 10.660 sich dort bewegen. Und hier sieht man eben auch im Stundenchart noch, ist über dem Rainbow, also hier gibt es Verkaufssignale, gibt es hier im Moment nicht. Und hier hält eben auch noch dann der EMA 38 an der Gap-Kante den Kurs theoretisch noch auf und es dürfte alles hier oberhalb bullisch sein. Kommen wir jetzt kurz zum Tageschart vom Dow Jones. Hier gibt es eben nichts Neues zu sagen. Die Marke von 17.930 hält noch. Jeweils ist hier der Abwärtstrend angelaufen worden und gleichzeitig eben auch am Freitag an den EMA 10 wieder bullisch abgeprallt im Tageschart. Kurzfristig habe ich jetzt hier den 30-Minuten-Chart mitgebracht. Und hier kann man jetzt
leider erstmal nichts ableiten da dazwischen, zwischen diesen Marken, also zwischen 17.930 und 17.765. Also da ist er für mich neutral und die Muster geben auch wirklich nichts her, dass man jetzt auf einen ja, bestimmten Move noch setzen kann. Also das sind für mich diese beiden Marken wichtig. Die alte ist eben da daraus sowieso resultiert bei dem Abprall, sorry, bei dem Abprall, bei dem bullischen Durchdringen dieser Marke. Hier hätte es eben nach unten abprallen sollen. Jeweils wurde die dann nur angelaufen und eben nicht mehr unterschritten. Und nach oben ist es eben die Special-Marke von 17.931, die eben ja, auf 30-Minuten-Basis dann oder besser auf Stundenbasis eben durchbrochen wird und dann wird vermutlich ein Anlauf an die 19, an die 18.000 Marke folgen. Und hier bei einem Durchbruch von 17.765, ja, sollte eigentlich eine mindestens eine 100-Punkte-Korrektur dann stattfinden auf diese Unterstützung von 17.625. Das war's erst einmal. Danke fürs Zuhören und wünsche allen, wie auch die letzten Wochen, gute Trades.